Was, meine Mutter? Nein, Spaß. Jo, Leute, was geht ab? Euro vom Start. Und boah, direkt mal die ganzen Sounds ausmachen. Und ja, Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Review hier auf meinem Kanal. Heute gibt's den Falling Meteoros Mod, ein Meteoriten-Mod. Ich zeige euch jetzt mal, was das Ganze kann. Man sieht schon im Inventar, hier habe ich die ganzen coolen Meteoriten schon in der Hand, die man später spawnen kann, damit mir wieder alles wegboomt. Ihr wisst genau, ich liebe das, alles wegzuhauen. Und ja, da werdet ihr gleich noch einiges zu sehen. Auf jeden Fall, ja, haben wir hier oben in dieser, also wenn man E drückt, ganz normal für die Sachen, die man sich dann holen kann. Ich bin ja im Creative Mod. Kann man eins weiterklicken und kommt jetzt zu Falling Meteoros. Zack, und hier gibt es wirklich sehr, 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 sehr viel. Es fängt an, ganz unten, wir haben zwei neue, einmal Cold Touch und einmal Magnetismus, meine Freunde. Ja, was das Ganze bringt oder wie man das Ganze macht, seht ihr später noch. Man kann, es gibt halt einfach, nicht wundern, das ist mein Skype, ich mach das immer falsch, Ich hab immer in meiner Aufnahme im Hintergrund diese scheiß Skype-Kacke, egal, auf jeden Fall, lasst euch davon nicht täuschen, ich hab's jetzt mal auf beschäftigt gestellt, auf jeden Fall, bla. So, ich laber schon wieder richtig um den heißen Brei herum, meine Freunde. Man kann wirklich sehr, sehr viele neue Sachen craften und zwar mit dem ganzen Zeug, was zusammen mit den Meteoriten gleich nach unten kommt. Wir haben ja hier Ingots, Frozen-Zeugs, Krignorite, wir haben Meteoriten-Zeugs, wir haben natürlich die ganzen Blöcke dazu. Wir haben ein Meteor-Schild, wir haben einen Protected-Land-Tester, wir haben einen Timer, der Signale gibt, wann ein Meteor kommt. Block of Red, bla, die Stars, Meteorit-Block, ganz normal. Ein Chip und noch Gen und Game, nicht Gen. Auf jeden Fall noch was zu essen und bla bla bla, Detektor und so weiter. Das juckt mir aber eigentlich gar nicht, weil ich bin ja mehr so der, der einfach nur alles wegballern will. Ja, ihr wisst genau, wie es geht. Und ja, ich würde sagen, wir spawnen jetzt mal eine nach dem anderen. Und ja, so schnell kann das gehen, dass von einem der Minecraft-Scheiß abschmiert, meine Freunde. Und jetzt sind wir hier auf einer anderen Map, aber ich hoffe mal, das ist gar kein Problem. Ja, ich habe immer noch mir alle Meteoriten in mein Inventar gepackt und wir sind hier auf einer kleinen Insel, wovon gleich mehr nicht mehr viel übrig bleiben wird. So, dann fangen wir an, wie gerade schon gesagt, mit dem ersten Meteor. Zack, wir spawnen ihn, dann steht unten im Chat Incoming Meteor. Wir gucken nach oben und da kommt er schon angerast und boom, rasiert. So, er ist eingeschlagen, wir sehen, er hat direkt noch ein paar Mobs mit sich gebracht. Und zwar Creeper, das sind Weltraum-Creeper mit einer Antenne auf dem Kopf. Die sind lila gefärbt und haben so eine Glaskuppel um sich rum. Und ja, ist einfach nur ein ganz normaler Creeper. Was soll ich da sagen? Ein Alien-Creeper, den können wir nochmal spawnen, wenn wir Lust und Laune haben. Aber ist an sich auch nichts Besonderes. Die sind sehr aggressiv und ich glaube, wir gehen jetzt lieber nicht aus dem Game Mode raus, sonst sind wir direkt tot. Auf jeden Fall explodieren die etwas schneller und ja, keine Ahnung, ihr könnt euch das einfach mal angucken. Ihr wisst ja, wo man es runterlädt, sich der Mod. Und dann war es das. Alles klar, so, dann machen wir direkt mal weiter mit dem anderen Meteor, ist eigentlich eins zu eins derselbe, der ist halt ein bisschen größer und spawnt alles, ja, was heißt, der spawnt, ich glaube, gar keine Mobs, aber Boots. Der hat ein bisschen mehr Kraft, warte, wir spawnen mal ein paar hier hin, ja, da kommt ja nichts, Freunde. So, jetzt sieht, das sieht schon ein bisschen dicker aus, ganz viele Bälle, Boots, Feuerball, 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 Junge. Und zack, erstmal hier die halbe Insel schon weggerotzt, meine Freunde, aber jo, das ist der, ja, Meteor, die beiden sind eigentlich fast die gleichen. Und jo, machen wir weiter mit dem Freeze-Meteor, so nenne ich ihn. Ihr werdet auch gleich wissen, warum. Boah, wir spawnen einfach 1 Milliarde davon. Und wir gucken nach oben und da kommen sie alle in klein und groß. Also es ist immer verschieden, es kommen immer kleine oder es kommen große. Und der rasiert wirklich auch alles weg. Und ja, er spawnt einfach nur Schnee. Nichts Besonderes, spawnt Schnee, weil er gerade so ist. Und natürlich auch den Freeze-Rider, wie ich ja eben gezeigt, den gibt es ja hier auch. Und ja, im Großen und Ganzen auch nichts Besonderes. Gut, dann würde ich sagen, machen wir direkt weiter mit dem hier. Hauen wir auch mal direkt ein paar hin, ne? Das ist eigentlich immer besser. Und dann sieht man direkt mehr und viel lustigere Sachen. Und da kommen sie alle angerast. Bam! Das Geile an diesem Meteor ist, dass er ja noch Sachen spawnt. Teilweise sogar ein Portal. Ein Nether-Portal. Ich weiß gar nicht, ob das sogar ein Portal zum Weltraum ist. Ich habe jetzt noch kein Portal gesehen, was auch wirklich funktioniert, wo man durchgeht und irgendwas passiert. Aber, ja, generell, warte, wir probieren das jetzt wirklich mal aus. Ich mache jetzt mal einen dahin. Ich habe das jetzt in der Mod selber auch nicht gelesen oder so, aber wenn das wirklich so, ja, wenn das sein kann, wäre das natürlich cool. Spawnen wir einfach mal da einen einzigen hin. Jetzt gucken wir nach oben und da kommt er wieder angeflogen. Das wäre richtig geil. Boom. So. Jetzt sind nur diese scheiß Viecher gespawnt, aber irgendwie kein, doch, da. Ah ne, ist einfach nur Obsidian. Ich glaube, das ist totaler Schwachsinn, da irgendwas. Spawnt sogar etwas mehr. Also da kommt kein Portal, auch wenn es so aussieht. Ich glaube, wenn, dann wäre das ein ganz normales Nether-Portal.
gehe ich mal stark. Ah, wisst ihr was, Leute? Wisst ihr was? Man nennt mich auch MacGyver, ne? Man nennt mich auch MacGyver. So, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Nein. Und wenn wir jetzt so machen hier, bringt das irgendwas? Mal gucken, sind wir jetzt im Nether ganz normal oder sind wir jetzt im Weltraum? Das ist jetzt die Frage. Wenn es natürlich klappt, wäre alles cool, aber ist blöd. Ich würde sagen, wir machen einen kleinen Cut, bis es weitergeht und bis gleich. So, man sieht, wir sind ganz normal im Nether, also auch nichts Besonderes. Mal gucken, ob wir hier auch, nee, schade, schade. Aber auf jeden Fall, wir gehen dann direkt zurück und würden sagen, wow, wir kommen da oben raus. Krass. Läuft, meine Freunde. Guckt hier. Da sind wir jetzt rausgekommen. da unten haben wir das Portal. Nee, da, ach, das war ja da oben, ich bin dumm. Auf jeden Fall machen wir direkt mal weiter mit dem Meteor hier. Ballern wir auch wieder direkt ein paar hin. Da kommen sie wieder angeflogen. Das sieht so geil aus und es leckt einfach null. Und BOOM! Ich werde jetzt euch alle erschreckt. Yo, das hier sind die Meteoriten, die spawnen nämlich, die bleiben nämlich liegen. Und, boah, man könnte da so einen krass hohen Turm draus bauen. Auf jeden Fall sind das die Meteoritenblöcke, die man auch sieht, wenn sie runterfallen. In der Mitte ist immer noch so ein gelbes Ding. Ne, ist eine Kiste immer. Mensch, richtige MacGyvers hier. Zack, zack. Und mal gucken, was haben wir denn drin. Wir haben Freezerite, Pickaxe, der Helm, noch ein Helm, Iron und Kregnorite. Ja, also einfach die Sachen, also dieselben Namen wie hier. Ich habe euch ja am Anfang alles gezeigt. Bla, brauche ich nicht jedes Mal zeigen. Ich bin eine Schwachtel. So, weiter geht's mit der Kitty. Mit dem, ich nenne den mal Katzengourmet, weil. Gourmet. Gourmet, lecker Schmecker. Nein, Meteor, weil. Boom, die sind schwarz. Bam, 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 explodieren. Und alles voller dieser scheiß Mistviecher. Warte. Wo sind sie denn? Katzen, hier. Das sind die Katzen. Ich glaube, das ist der einzigste Meteor, der wirklich gerade den Boden richtig weggefetzt hat. Und wisst ihr was, Freunde? Die Mod-Review wäre keine WiFAD-Mod-Review, wenn wir nicht am Ende einfach wieder wie behinderte Missgeburten richtig übertrieben einfach alles wegbomben würden. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Man sieht schon hinten, ja, da geht schon langsam los, Leute. Da geht's. Komm, hauen wir noch eine Portion drauf. Wir ficken einfach alles weg. Man sieht, ich werde, wenn ich jetzt nach oben gucke, ja, so muss das aussehen, Freunde. So muss das aussehen. Hier wird alles zerstört. Hier darf die Insel am Ende nicht mehr so aussehen, wie wir sie angefangen haben. Ja, das war ja beim Granatenmod auch schon so. Jetzt wird hier gerissen. Jetzt wird hier gerissen, Freunde. Jetzt, oh hier, nee, alles weg. Alles weg, hör mal. So, ballert, Bruder, ballert. Also von der Insel kann ich persönlich nicht mehr sehr viel erkennen. Hier war mal eine schöne Landschaft, ist jetzt aber leider nichts mehr draus geworden. Lol, hier ist der komplette Meteorit. Läuft. Der ist ja noch komplett drinne. Auf jeden Fall, mal gucken, fällt die Scheiße eigentlich auch ins Wasser? Ich weiß gar nicht. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. So, gehen wir direkt mal unter Wasser, meine lieben Leute. Oh, lecker schwimmen, oh, das, ey, was ist denn da passiert, hey. Was da bleibt. Auf jeden Fall war's das von der Mod-Review. Ich laber schon wieder viel zu viel Scheiße und schmeiß die Kacke jetzt einfach wieder rum wie Kamelle. Alaf, alaf, auf jeden Fall. Jo, wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder beim nächsten Video, meine Freunde. Haut rein, wir sehen uns und ja. Ciao, ciao.